Ach Leute, ich bin so überfordert gerade, ich meine es komplett ernst. Oder ich sage einfach, dass ich es vergessen habe. Und dann süße ich meine. Oh Gott, meine Oma, ich will ihren Blick gar nicht sehen, wie ich mit so einem Top aufkomme. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin gerade aufgestanden, also ich habe halt schon gegessen und gefrühstückt und so. Aber ja, an sich, ich bin gerade erst gefühlt aufgestanden. Und ich dachte mir, ich vlogge heute einfach mal so ein bisschen mit und mache so einen kleinen Live-Return, wenn ihr wisst, wie ich meine, weil, also seitdem ich aus dem Urlaub so zurück bin, mein Leben ist eine Katastrophe. Also jetzt nicht so komplett schlimm, ich übertreibe ein bisschen, aber wirklich, mein Haus ist komplett schlimm, ich hatte mein Zimmer komplett unordentlich und ja, keine Ahnung, das alles und ich will das alles ein bisschen ändern, so, mein Zimmer ist jetzt zwar schon wieder clean, danke Mama, dass du es aufgeräumt hast, aber ja, so an sich, einfach so ein bisschen so eine Routine reinbringen. Und ja, keine Ahnung, ich dachte, ich vlogge heute einfach mal so ein bisschen für euch mit. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben. Drückt die. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's. Findet ihr eigentlich mein neues Haarband so? Das ist von Essence aus dieser Katjes-Reihe. Ja, ich find's süß. Ja, ich schminke mich nie mit Haarbändern. Ich mag das nicht so. Ich mache mir mal einfach nur einen Basic Top. Und können wir mal drüber reden. Ihr wisst ja, ich hatte diese große Ordinary Creme hier. So sieht die jetzt aus. Ich versuche da wirklich gerade den letzten Rest irgendwie rauszukratzen. Egal, ich mache mich jetzt fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, warte mal. Ich habe mich jetzt fertig geschminkt. Ich glaube, ich lasse meine Haare einfach offen. Obwohl, die sehen irgendwie halt so dünn aus, wisst ihr, ich meine. Egal, ich mache da jetzt ein bisschen von diesem Leave-In-Conditioner hier rein, weil der ist so gut, Leute. Und der riecht so gut. So viel ungefähr. Einfach jetzt so rein in die Haare. Übrigens, ich schaue gerade, noch nie in meinem Leben, also never have I ever, noch keine Ahnung, wie vielten Mal, aber ich schaue jetzt die neue Staffel gerade, die vierte. Und ich finde die so gut. Ich finde die viel besser irgendwie als die anderen, weil es ist so spannend. Ich finde es so krass, so einfach, er arbeitet hier so an seiner eigenen Schule und so und baut da so viel Scheiße. Aber ich finde es spannend. Leute, ich muss mich jetzt aber umziehen. Die Frage ist, was ich anziehe. Also ich weiß schon eine Hose, aber ich habe absolut keine Ahnung. Welches Top. Also ich erzähle euch jetzt von meinem Plan. Ich gehe halt erst, wir gehen jetzt gleich, fahren wir shoppen. Weil ich will ja so ein bisschen live return, ich brauche noch ein paar neue Sachen und so. Ja, und deswegen lasse ich mir so, gehen wir nochmal wieder ein bisschen shoppen. Und deswegen müssen wir uns jetzt umziehen, weil ich gehe ganz bestimmt nicht in diesem T-Shirt und einer kurzen Hose mit Sonnen drauf. Also Leute, ich habe jetzt mir rausgesucht, diese Hose hier. Das ist einfach meine schwarze Trackpants, die ich gefühlt jeden Tag anhab. Ja, weil die sind einfach am bequemsten, finde ich. Und als Top weiß ich halt jetzt nicht, ne? Leute, ich habe mich jetzt umgezogen. Wartet. Ich habe das blaue T-Shirt hier an. Da ist so ein Snoopy drauf. Und ja, ich finde es cool, aber irgendwas stört mich an meinen Haaren. Ich glaube, dass die so dünn sind, weil die sehen so aus, als wären irgendwie aufgestanden. Ich weiß nicht, soll ich mir einfach hier die jetzt so nach hinten machen? Und ein bisschen schaumfestiger vielleicht hier. Ach Leute, ich bin so überfordert gerade, ich meine es komplett ernst. Wir fahren halt gleich los. Und meine Haare sind irgendwie nicht so, wie ich das will. Ich lasse die jetzt einfach so. Ich habe die mit Gel jetzt hier so ein bisschen hintergemacht. Und jetzt benutze ich diesen Kokoshitzeschutz, aber so irgendwie als Body Spray, weil das riecht so gut nach Kokos. Ich mache heute, glaube ich, keine Ohrringe rein, auch keine Kette. Einfach so ein bisschen Stay Natural. Und ja. Gehen wir los. Oh mein Gott. Wartet. Ich nehme mein Geld mit. Schweren Herzen. Oder ich sage einfach, dass ich es vergessen habe. Und dann süße ich meine. Wir sind jetzt da. Und ja,
gehe es hoch, aber ich muss erst aufs Klo, weil. Ja, weil. Leute, wir sind back zu Hause und ich mache jetzt einen kleinen Haul. Ich esse schon viel, aber wenig von den Sachen, die ich eigentlich wollte. Okay, also ich gebe euch jetzt ein Haul, was ich erst gekauft habe. Ich habe eigentlich so nach einer coolen Hose gesucht und so nach ein paar Outfits, die ich mir so auf Pinterest gespeichert habe, aber da wo ich immer shoppen gehe, es gibt irgendwie nicht so viel Neues und so. Warte mal, das sind jetzt meine alten Sachen. Meine Mutter da reingepackt habe. Egal, fangen wir an mit Socken. Basic. Ja. Einfach ganz normale Nike-Socken. Und ich weiß nicht, seit wann sind Nike-Socken so teuer? Leute, da haben drei Paar 14,99 Euro gekostet. Für Socken. Socken machen weiter mit meiner Skincare. Und zwar, ich habe ja gerade gesagt, meine Creme ist leer und ich brauche eine neue. Und deswegen habe ich mir jetzt erstmal, warte mal, von No Cosmetics wieder diesen diesen Liquid Hydrator geholt. Den hatte ich ja davor in groß, wo man so rauspumpen konnte. Oh Gott, meine Stimme ist irgendwie weg. Aber ich habe mir den jetzt in klein nochmal geholt. Und ja, ist auf jeden Fall cool, aber zu teuer. Und dazu habe ich mir jetzt mal die passende Creme geholt. Die hatte eine Freundin von mir. So sieht die aus. Oh, das ist ein bisschen überlichtet. Warte mal. Jetzt. So sieht die aus. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, die auszuprobieren. So, machen wir weiter. Ja, okay. Basic jetzt. Eine Zahnbürste und Zahncreme. Oder Zahnpasta. Habe ich halt einfach mal neu gebraucht, ne? Ja. Machen wir jetzt mal halt, komme ich die ganze Zeit an. Man denkt, ich habe nur einen DM-Einkauf gemacht. Leute. Oh, look inside. Ach, mach ich später. Okay, also, so. Es gab ja, also eigentlich wollte ich mir Schuhe bestellen. Holen, Leute. Air Force. In weiß, ganz basic, weil ich habe keine und ich bräuchte mal basic Schuhe. Und ich war so richtig so, oh mein Gott, ich hole mir Air Force. Ich bin mit Selbstbewusstsein in diesen Laden gegangen. Ich frage sie, ja, habt ihr denn noch in meiner Größe so? Also ich frage sie, habt ihr denn so ein 38 oder so ein 37,5? Und sie so, nee, also ein 38 und 37,5 haben wir jetzt leider nicht mehr. Und ich gucke sie so, wie ihr habt den nicht mehr so? Ich war so, wie könnt ihr den nicht mehr haben? Und dann, weil das war bei Crops, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich steppe so ins nächste Geschäft, ich frage so, ja, habt ihr den noch in meiner Größe? So, nee, also den haben wir jetzt nur 39 und 36,5 und ich frage so, also nicht mehr 38 oder 37,5 und die so, nee, so nicht und ich war so, okay. Und dann, ich gehe ins nächste Schuhgeschäft, ich schaue so, da gab es erst gar keine Air Force, ich war so, ich habe nur so männliche Schuhe, also das klingt jetzt ein bisschen, es gibt ja jetzt nicht mehr so richtig, man kann nicht sagen, ja, weibliche Klamotten und männlich, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich meine. Auf jeden Fall, mein Herz hat das ein bisschen gebroke, deswegen, weißt du mal, New Yorker shoppen. Ich habe mir einmal dieses Top hier geholt. Das habe ich auch schon in weiß. Das sieht jetzt gerade irgendwie nicht so cool aus, aber das ist cool, Leute. Und das ist cool. Das ist einfach so, weiß ich, das ist gerade alles ein bisschen überbelichtet. Das ist so, wir nennen das Königsblau, glaube ich. Und das ist einfach so ein Samttop. Das ist perfekt für den Sommer. Das mag ich. Ich habe das auch schon in weiß und in braun. Und deswegen habe ich es mir jetzt nochmal in blau geholt. Und in schwarz. Ich finde, das Schwarze sieht sogar ein bisschen so elegant aus. Aber es ist halt sehr kurz, deswegen kann ich es nicht irgendwie anziehen, wenn ich essen gehe oder so. Oh Gott, meine Oma, ich will ihren Blick gar nicht sehen, wie ich mit so einem Top aufkomme. Ja. And then, the last. Oh, ist das das Letzte? Warte mal. Ja, das Letzte. Eine Jogginghose. Die, ich glaube, jeder kennt sie. Die typische New Yorker Jogginghose. Die ist auch bequem, Leute. Die ist richtig bequem. Und wenn ihr euch jetzt denkt, so, ja, okay, easy, aber was hat das jetzt eigentlich so mit Life Returning zu tun?
ich will halt einfach so, guck mal, ich meinte das jetzt nicht so, dass ich komplett alles neu kaufe und keine Ahnung wie. Aber einfach so, mach ich es jetzt mal hin, kann ich es besser erklären. Einfach so ein bisschen so, ja, keine Ahnung, so. Ich werde meine alten Sachen wegtun, zum Beispiel, ich brauchte mal eine neue Creme. Deswegen habe ich mir, dass ich nicht mit diesem hässlichen kleinen Dings hier rumsitze, einfach eine neue schöne Creme geholt. Und auch die Tops, einfach, dass ich mal so ein bisschen so wieder auffreshen kann, weil ich so viele Tops von mir nicht anziehe. Deswegen werde ich davon auch viele wieder verkaufen. Also jetzt nicht die neuen, sondern halt ältere. Und deswegen einfach so ein bisschen, ja, halt alles so ein bisschen refreshen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber Leute, schreibt mir, oh Gott, schreibt mir gerne mal auf Insta oder so. Ihr wisst ja, glaube ich, wie ich auf Insta heiße. Hey, easy. Hey. Schreibt mir da gerne mal irgendwie so gute Hosenmarken oder so. Also Stradivarius haben mir viele mal gesagt, aber das fand ich jetzt eigentlich gar nicht so gut von den Hosen her. Deswegen schreibt mir gerne einfach mal so ein paar Seiten, wo es gute Hosen gibt. Oh Leute, was wir jetzt aber machen. Warte kurz. Wir werden diese Creme jetzt ausprobieren. I'm sorry. Ich muss das jetzt aber machen. Ich muss die ausprobieren. Ich werde die aber nur hier auf meinem Handrücken ausprobieren. Die ist hier so metallig. Da muss man einmal so durchstechen. Ja, wir machen jetzt die Creme erstmal auf. Hier so. Oh Gott. Jetzt, oder? Oh, ja. Hallo, oh, geh wieder rein. Oh mein Gott, das ist viel zu viel. Oh Gott, Leute. Oh mein Gott, scheiße. Ich weiß nicht, darf ich das sagen? Oh Gott, ach du, das ist jetzt viel zu viel. Habe ich ein schlechtes Gewissen, weil die war voll teuer. Oh mein Gott. Toll, was mache ich denn jetzt? Ja, cool. Oha. Oha, okay, das wird. Man braucht echt nicht viel von der Creme. Die ist richtig. Oh mein Gott. Leute, die ist richtig gut. Ich habe gerade ein richtig schlechtes Gewissen, weil mir da so viel rausgekommen ist. Fakt ist, die Creme ist richtig gut. Die riecht so komplett neutral und die spendet richtig Feuchtigkeit. Ich merke richtig, wie das so in meine Haut geht. Ich habe zwar ein richtig schlechtes Gefühl. Ich weiß nicht. Eine Erbsengröße morgens und abends. Ja, toll. Das war jetzt 5 Erbsen. Ne? Okay, Leute, ich habe die Sachen jetzt eingeräumt. Also halt aufgeräumt und so. Deswegen, ich bin gerade am überlegen, weil ich gehe gleich raus, so, keine Ahnung, vielleicht so 2 Stunden oder so. Ich will überlegen, ob ich meine neuen Sachen anziehe. Aber ich weiß es nicht, weil ich habe Angst, dass ich was schmutzig mache oder so. Leute, so, ich habe mich jetzt umgezogen, also ich habe ein bisschen Pause gemacht und so, weil shoppen anstrengend. Nein, ich habe mich jetzt umgezogen. Ich habe mich in meine neue Jogginghose geschmissen und ich, deswegen ist dieses Top relativ kurz, deswegen ich zeige es nicht auf. So sieht das jetzt aus. So gehe ich jetzt raus mit der Jacke zu, weil das ist sonst bisschen zu kurz. Ich werde jetzt abgeholt mit dem E-Scooter. Ja. Ich hätte auch gerne einen E-Scooter. Meine Mutter so, nein, du bist noch nicht 14 und du hast ein Fahrrad, du hast 2 Beine, Busse fahren. Und ich so, okay. Aber ja. Ich gehe jetzt auf jeden Fall gleich los. Leute, ich war gerade draußen. Ich war aber irgendwie, glaube ich, nur boah, nicht mal eine halbe Stunde, weil es war absolut nichts los und die, die da waren, die kannten wir nicht. Deswegen sind wir dann wieder alle nach Hause gegangen. Und ja, das Ding ist, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Das Ding ist, mein Zimmer ist ordentlich und das war nie so. Also mein Zimmer ist ordentlich. Raus kann ich auch nicht gehen. Also ich weiß nicht, was ich machen soll. Mann, das sollte so ein Life-Returning-Video sein. Und jetzt ist gar nichts Life-Returning. Ja. So Leute, ich habe mir jetzt Essen und so schon gemacht. Das war nichts Besonderes. Ich habe mir nur eine Breze gemacht, deswegen habe ich das nicht mitgefilmt. Aber ich dachte mir, ich filme jetzt auf jeden Fall meine Abend-Skincare-Routine für euch mit. Irgendwie, ich habe das Gefühl, das Video ist jetzt nicht so ganz geworden, wie ich es wollte. Ich hoffe auf jeden Fall schon,
euch gefällt es bis jetzt trotzdem. Aber wir fangen jetzt auf jeden Fall mit meiner Abendroutine an, weil ich glaube, die ist ein bisschen spannender für euch. Ich bin jetzt erstmal meine Haare weg und mache die mit so zwei Spangen weg. Kommt natürlich mit. Oh, oh, oh. Wartet. Oh, wow. Das super bekannte, schöne Bartlicht. Leute, zum Abschminken benutze ich jetzt einmal meinen Cleanser, aber davon nur ein bisschen, weil ich bin ja eigentlich schon abgeschminkt. Und dann benutze ich noch von No Cosmetics, oder das hier ist irgendwie No Make-up, aber No Cosmetics eigentlich, hier den, das Peeling, den Peeling Cleanser. Das ist einfach so ein chemisches Peeling. Und das, ich mache jetzt erst den Cleanser und dann das Peeling. Ich mache da einfach so ein bisschen Cleanser auf meine Hand und dann so Wasser drauf. Und dann auf die andere Hand auch noch Wasser. Und dann verteile ich das einfach gut im Gesicht und gehe halt so hier unter meine Nase und hier so, wo ich halt immer so ein bisschen schwitze. Und ja, hier so am Haaransatz auch immer, weil da habe ich auch viele Pickel. Und das hilft gut eigentlich, weil das ist so mild. Danach mache ich das alles runter, aber immer mit kaltem Wasser, weil ich habe das Gefühl, damit die Haut frisch einfach. Wenn ich das gemacht habe, dann tropfe ich mein Gesicht nur hier unten so ab, wo das so wegtropft. Und dann mache ich gleich auf mein noch nasses Gesicht das Peeling. Da benutze ich immer so, warte mal, so viel, sieht man das? Ja, so viel. Dann verteile ich das einfach in meine Hand und gebe das hier auf meine Pickel und auf meine Poren. Und ja, ich finde das richtig gut. Und das lasse ich dann. Warte. Das verteile ich erstmal richtig gut. Oh, scheiße, das ist sauber gekommen. Und dann lasse ich das ein bisschen einwirken. Ja. So, ich habe es jetzt einwirken lassen. Nicht lange, immer so 10 Sekunden oder so. Und jetzt wasche ich das einfach gut runter, dass wirklich alles komplett weg ist und dann trockne ich mein Gesicht ab. Warte kurz. So Leute, das Gesicht ist dann auch richtig schön rot. Ja, und dann einfach das Gesicht gut abtrocknen. Leute, das war's dann auch noch mit Abschminken. Boah, Catfish, Digga. Nein. Boah. Okay, jetzt habe ich halt mal kurz einfach keine Wimpern mehr. Weil ich weiß nicht, warum das bei mir so ist. Ich habe wirklich komplett gerade Wimpern. Das ist ein bisschen blöd, aber ich habe noch welche, Leute. Ich habe Wimpern. Und ja, eigentlich creme ich mich am Abend nicht ein, aber ich benutze jetzt trotzdem mal das hier. Ich muss halt nur ganz wenig, weil bei mir ist das besser irgendwie gegen meine Pickel, wenn ich mich am Abend nicht eincreme, weil die irgendwie atmen müssen oder so. Hat meine Mutter gesagt. Benutze ich jetzt erstmal von Dr. Hauschka oder wie das heißt. Diesen Gesichtstoner, den schüttle ich und mache ich dann einfach so großzügig auf meine Stirn und ja, auf meinen Flughafen, nein, auf meine Stirn und auf mein Kinn, weil da habe ich am meisten Pickelprobleme. So, jetzt klappe ich das hier so ein bisschen ein und das zieht halt richtig schnell in die Haut ein. Also, ihr spürt es halt nach ein paar Sekunden einfach gar nicht mehr. Wir benutzen jetzt meine Feuchtigkeitscreme. Ich habe das jetzt auch geregelt, damit das so am Anfang viel rauskommt. Das habe ich jetzt gestoppt zum Glück. Und ja, ich benutze wirklich nur so viel davon von der Creme. Weil die wird ja ganz schnell viel mehr, wie wir gemerkt haben. Warte, oh, jetzt geht die nicht zu und jetzt kommt da schon wieder was raus, um Gottes Willen. Also diese Creme kostet mich gerade wirklich meine letzten Nerven, Leute. Okay, ich verteile die Creme und ihr seht gleich, wie viel das einfach wird. Oh ja, okay, das sieht man jetzt nicht so gut, aber das wurde richtig viel. Ja, so, das war jetzt auf jeden Fall meine Skincare. Und jetzt benutze ich noch, das mache ich aber nicht immer, warte mal kurz. Das benutze ich eigentlich ganz selten, weil, also ich habe gar nicht so Probleme mit Pickel. Aber in letzter Zeit irgendwie schon hier so. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen benutze ich jetzt von Mario Badescu
warte mal, das ist nicht hier, diese Drying Lotion und das macht die Pickel wirklich nach 2-3 Tagen weg. Ich mache es jetzt einfach auf meinen Finger, normal benutze ich gerade Stäbchen, aber haben wir gerade nicht da. Deswegen, ich mache das so auf meinen Finger, drehe es um, dann packe ich das auf meine Pickel. Und das ist wirklich super ätzend, Leute. Also, oh mein Gott, das ist gerade auf meine Hose gekommen. Ich hatte gerade richtig Angst, aber es ist zum Glück nichts gefärbt oder so. Das ist wirklich, wenn das auf eure Pickel kommt, das fängt schon richtig an zu brennen. Und das trocknet die Pickel einfach aus. Das geht auf jeden Fall richtig gut. Und ja, das lasse ich dann einfach die Nacht immer einwirken. Ja, Leute, damit muss ich noch so ein Labello, so mit Hanf und so, keine Ahnung. Der macht einfach die Lippen richtig schön juicy. Oh wow, ich habe es gerade richtig auf meine Zahnspange gemacht. Wow, ich bin abgerutscht, hat es an meine Zahnspange so... Ja, toll, egal. Seht ihr, wie das Feuchtigkeit spendet? Ich habe so schnell meine Wimpern gebogen, dass ich ganz so nackt aussehe. Und jetzt benutze ich noch von Alverde dieses Overnight Koffein Serum. Weil das stärkt eure Wimpern wirklich richtig gut. Also das macht wirklich vollere Wimpern, habe ich das Gefühl. Und ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es meine Wimpern länger gemacht hat, aber es hat sich auf jeden Fall so ein bisschen gestärkter einfach aussehen lassen. Ja, also das war eigentlich so meine Abend-Skincare-Routine. Jetzt werde ich mich eigentlich nur noch in mein Bett schmeißen und Netflix schauen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen runter, drückt die Glocke und abonniert mich. Und ja, schreibt gerne auch mal, was für Videos ihr noch von mir sehen wollt. Und ich weiß halt nicht, irgendwie, ich kriege das nicht mehr so hin, so richtig schöne ästhetische Videos zu machen. Ich gebe mir auf jeden Fall jetzt mehr Mühe und werde das wieder verbessern und so. Und ja, adios, amigos.